Es ist soweit. Das Q&A, das Question and Answer, wird gedreht. Oh mein Gott, ich habe auf Instagram so viele, na gut, wie viele Bilder waren es? 4 Bilder hochgeladen, wo ich euch dazu aufgefordert habe, mir Fragen zu stellen, die ihr, also über Sachen, die ihr schon lange mal über mich wissen wolltet. Auf Facebook war das da nicht so vertreten, aber auf Instagram habt ihr mir ganz viele Fragen gestellt, das mich übelst freut. Und genau, kurz dazu anmerken möchte ich noch, ich habe gerade auf mein Handy geschaut und da stand die Zahl da aller Zahlen. Die Zahl, ich weiß auch nicht, das geht so mega schnell. 500 Abonnenten, Dankeschön. Ich finde es wirklich so cool, danke. Weil vor allem, es geht so schnell, ich komme gar nicht hinterher mit meinen Videos. Ich habe gerade eben das 400 Abonnenten-Special hochgeladen und jetzt sind es schon wieder 500. Dankeschön. Das freut mich übelst und auch, dass ihr mir immer so viel positives Feedback gebt und das macht mich mega happy. Das glaubt ihr gar nicht, das ist richtig krass. Also, dann würde ich sagen, fange ich mit den Instagram-Fragen an. Es sind insgesamt 22, so wie ich das hier sehe. Und genau, dann seid gespannt. Der STB fragt, wo kaufst du deine Klamotten ein? Also, meine Klamotten kaufe ich... Ich habe schon lange keine mehr gekauft. Aber wenn ich mir mal Klamotten kaufe, ich habe immer sehr gern bei der Internetseite sheinside.com bestellt. Da gibt es echt wirklich richtig tolle Sachen. Und die sind auch schön günstig. Das Problem ist halt nur, man muss 18 sein, um dort zu bestellen. Und die Lieferzeit, es kommt halt alles aus China, weil es halt so billig genommen ist. Und deswegen sind das so 2 bis 3 Wochen Lieferzeit, meistens 2. Ich bin ja auch noch nicht 18, ich habe das immer über das Konto von meinem Papa bestellt und das Geld dann darauf überwiesen, aber es war immer mega Stress. Deswegen bestelle ich da jetzt eigentlich gar nicht mehr. Vielleicht wieder, wenn ich 18 bin, nächstes Jahr. Mal gucken, also ich weiß es noch nicht. Aber naja, das ist auch ein sehr schöner Shop, den ich euch empfehlen kann. Dann ein Shop, den ich sowieso über alles liebe, wo ich im Internet bestelle, wo ich in Leipzig in den Store gehe und Katalog ganz, ganz selten mal, aber Katalog gucke ich mir ja auch sehr viel an. Ne? Ihr habt es bestimmt schon erraten. Genau, EMP. Ja, naja, für echte Metalheads, ne? Ist EMP halt das einzig wahre. EMP ist einfach von der Qualität her das Beste. Also, Preise sind zwar ordentlich, aber man muss ja auch nicht den ganzen Laden da kaufen, ne? Und wenn ich mal so einkaufen gehe, New Yorker, H&M, dann Telly Wage, wenn das so ausgesprochen wird, bin ich mir gar nicht sicher. Ja, Forever 18 vielleicht. Und das sind so halt die Läden, wo ich auch so gern mal reingehe. Dann natürlich noch Deichmann, Claire's. Ach ja, und einen, den ich noch ganz neu entdeckt habe, der ist wirklich, oh mein Gott, der ist so toll. Das ist ein Online-Shop, der heißt Bezirk. Wer mir auf Instagram folgt, der sieht auch, dass ich sehr oft an Gewinnspielen da teilnehme, weil man da ein Kleid seiner Wahl gewinnen kann oder einen Rock seiner Wahl oder keine Ahnung. Ich habe zwar noch nichts gewonnen, aber es kann ja noch passieren. Danko Chan fragt, seit wann färbst du dir die Haare? Oh Gott. Das weiß ich gar nicht so genau. 2013. 2012 hatte ich nämlich Steffi-Vlog gegründet. Also hier erstellt und so. Und da hatte ich am Anfang in den Videos aber immer braune Haare noch. Und dann... Anfang 2013, so Januar, Februar war das, glaube ich, da habe ich angefangen, mir die zu färben. Also ich habe jetzt zuerst beim Friseur halt alles blond gemacht und dann die blau und das sah aber naja aus, weil ich war halt ungeduldig und habe sofort blond und dann gleich das Blau drauf und das ist dann total grün geworden und das sah scheiße aus und irgendwann habe ich mir das dann halt selbst angeeignet. Und ja, also damit bin ich wesentlich zufriedener als beim Friseur. Ja, aber so seit 2013, ich weiß gar nicht, welche Klasse war ich denn da, habe ich sozusagen Mitte, Ende 9. Klasse damit angefangen. Was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen? Also meine Stärken sind auf jeden Fall, dass ich eine gute Zuhörerin bin. Man kann mir viel anvertrauen, ich bin zuverlässig, ich bin pünktlich, ich bin, denke ich mal, charismatisch. Also zumindest sagen mir Leute oft, dass ich im Gedächtnis bleibe, wenn sie mich einmal sehen. Meine Stärken. Naja, ich bin ziemlich ehrgeizig. Also wenn ich was will, dann schaffe ich das auch. Ist egal wie, aber ich schaffe es. Und ich habe dann immer so einen Gedanken, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es nicht klappt. Es muss klappen, alles was ich mir vornehme. Und deswegen arbeite ich da auch immer sehr hart dran. Und
Ja, also ehrgeizig auf jeden Fall. Dann denke ich mal, dass ich ganz gut Haare färben kann. Zeichnen, naja, könnte besser sein. Singen habe ich lange nicht mehr gemacht. Da fällt einem immer so wenig ein, ne? Na gut, dann kommen wir mal zu den Schwächen. Meine Schwächen sind, dass ich ein... es gibt Tage, da habe ich ein ziemlich geringes Selbstwertgefühl. Also da fühle ich mich richtig scheiße, da bin ich komplett unzufrieden mit mir. Da hasse ich einfach alles an mir, da hasse ich mein Aussehen, meine Haut, meine Figur. Vor allem mit meiner Figur habe ich übelst Probleme. Obwohl eigentlich alle sagen, dass meine Figur echt schön ist. Aber ich bin halt selber nicht zufrieden damit. Also ich bin Perfektionistin. Das ist eine Stärke, aber irgendwie auch eine Schwäche, weil man probiert halt alles zu verbessern, kriegt es auch ganz gut hin, aber man erreicht halt nie die Vorstellung, die man sich wünscht. Und deswegen deprimiert das auch Zeit. Und ja, meine Schwächen. Ja, ich bin ziemlich stur. Wenn ich eine Meinung habe, dann vertrete ich die auch so lange, bis es komplett das Gegenteil bewiesen ist und andere Meinung, dass ich dann nur wenig an mich ran. Und naja, wenn ich was haben will, dann will ich das halt haben, ne? Und dann gibt's auch Streit. Keine Ahnung. Ich glaube, das müsste so ein Großteil gewesen sein. Welchen Beruf willst du mal machen? Die mich schon lange verfolgen, haben bestimmt mitgekriegt, dass ich mal Filmschauspielerin werden will. Also das ist wirklich mein größter Traum und wie ich schon erzählt habe, ich mache echt alles dafür. Ich habe ja schon beim Theaterstück mitgespielt, so freizeitlich. Wo kann ich jetzt natürlich nicht machen, weil Schule geht vor, ist klar. Dann mache ich ja YouTube, da tue ich schon meine Bekanntheit ein bisschen aufbauen. Und halt auch vor der Kamera mich üben, hat ja auch alles was mit Licht und so zu tun. Also man musste schon ein bisschen Technikwissen haben und keine Ahnung. Ich mag einfach das Gefühl, wenn Leute auf der Straße ankommen und sagen, hier, ich kenne dich, komm mir mal ein Foto machen. Oder das ist halt einfach, wenn ihr mir positives Feedback gibt, wisst ihr, das fühlt sich einfach so mega toll an. Und es fühlt sich einfach toll an, wenn Leute einen kennen und dann halt immer so liebe Sachen schreiben. Das fühlt sich so toll an. Jetzt habe ich eine Nachricht bekommen. Und allgemein, das Schauspielern an sich macht halt mega Spaß, weil ich bin nicht schizophren, aber ich halte mich für in die Richtung gehend. Schon allein, weil ich halt es übelst mag, in andere Rollen zu schlüpfen und Charakter zu vertreten und sich in andere reinzufühlen und die Psyche von anderen zu verstehen. Ich fand das alles hochinteressant. Und allgemein vor der Kamera zu stehen macht mir einfach mega Spaß und ja, also eigentlich ist es mein Traumberuf. Es muss halt nur alles klappen. Auch in der Liebe und so. Ich weiß ja nicht, ob mein Freund das alles so mitmacht, wenn ich viel unterwegs bin. Aber ich hoffe, dass das alles klappt, weil das ist nämlich die Sache, die mir zurzeit am meisten Sorgen macht. Dango Chan fragt, Lieblingsessen? Also, mein Lieblingsessen sind Nudeln. Eigentlich so alles, so was mit Nudeln zu tun hat. Ich liebe China-Nudeln, ich liebe Pasta, also es gibt nichts Besseres als Pasta, ich liebe Pasta. Also am besten Lasagne oder so, oh, kann ich mich reinlegen und am besten ganz, ganz viel Käse, oh, ich liebe Käse. Ja, es kann halt nie genug sein, ich würde am liebsten jeden Tag Nudeln essen, irgendwann würde mir wahrscheinlich der Appetit vergehen. Mach 3 Tage Pause und dann habe ich wieder Lust auf Nudeln. Das ist sie hat Lust auf Nudeln, sie hat Lust auf Nudeln, sie hat Lust auf Nudeln. Aha, verstehst du. Wieso bin ich so aufgedreht? Ich hatte heute nur 6 Stunden Schule, wahrscheinlich deswegen. Ich habe zu viel Freizeit. Ja, was esse ich denn noch gern? Hefeklöße und Bärenteller, also so Himbeeren und sowas dazu. Das mag ich eigentlich auch. Ansonsten fällt mir nicht wirklich was ein. Pizza. Pizza ist eine tolle Sache, ist auch mit Käse. Naja, ich bin halt allgemein der Typ, der so nicht so sehr auf Süßes steht. Das kann ich irgendwann nicht mehr sehen. Aber ich liebe so richtig fettige, ungesunde Sachen. Also so der typische Fastfood-Typ, obwohl ich eigentlich kaum Fastfood esse, weil das nicht so gut ist. Und naja, aber ich liebe das halt so richtig heiß und fettig und herzhaft und naja. Das Problem ist halt nur, es darf kein Fleisch dran sein. Wisst ihr, ich esse kein Fleisch. Eve Draw fragt, wie hast du deinen Freund kennengelernt? Oh, der Alex. Ja, also kennengelernt habe ich ihn in der 5. Klasse, als so die Klassenrunde war, ja, stellen wir uns mal vor, und da habe ich ihn halt das erste Mal gesehen. Dann so,
sechste Klasse, siebte Klasse war so die Zeit, wo wir uns halt immer mehr angenähert haben, ausgetauscht haben, geschrieben haben, uns wirklich alles erzählt haben und dann waren wir halt beste Freunde. Uns hat echt nichts getrennt und es gab auch keinen Menschen, der mir näher verbunden war. Also es war wirklich wie, es war wie Liebe, aber ich war halt so blind, um es zu erkennen. Und naja, ich habe früher auch immer so mitgekriegt, dass er damals schon in mich verliebt war. Hab's aber aus irgendeinem Grund immer verdrängt, weil es war ja mein bester Freund und keine Ahnung. Und ich weiß nicht, wir waren halt immer nur beste Freunde. Ja, dann 10. Klasse, Ende 10. Klasse, Sommerferien, ist etwas vorgefallen, was... Ja, ich habe einen Fehler gemacht. Und das hat er nicht vertragen und deswegen hat er dann die Freundschaft beendet. Ohne Grund, einfach so. Und ich konnte mir dann natürlich denken, warum das so war. Und ja, dann haben wir uns aber langsam wieder vertragen. Er war mit Alicia zusammen, kennt ihr ja aus früheren Videos. Und wir waren ja auch voll gut befreundet. Und ja, dann war er nicht mehr mit Alicia zusammen, Anfang Dezember letzten Jahres, also 2014. Und dann haben wir halt, wie die Jahre darauf, halt bei seinem besten Freund Silvester gefeiert. Und dann, also kurz vor Mitternacht, wir hatten ein bisschen was getrunken und alles. Und ich hatte ihm davor erzählt, in wen ich denn frisch verliebt bin und bla. Und dann hat er gefragt, kommst du mal kurz mit auf die Terrasse? Und ich so, ja, okay. Was soll denn groß sein? Und dann hat er gesagt, ja, mach mal die Augen zu, als wir auf der Terrasse waren. Und ich so, okay, alles klar. Okay, habe ich halt die Augen zugemacht. Dann hat er immer aufgehört, hat irgendwie gelacht oder so. Ich so, ja, jetzt mach doch mal, was willst du denn? Dessen ja, mach mal zu. Habe ich halt zugemacht wieder und dann hat er mich auf einmal geküsst und ich, keine Ahnung, ich wollte irgendwie auch, deswegen habe ich mitgemacht, aber innerlich war ich immer noch so auf Abstand, weil ich dachte mir so, was machst du da, das ist dein bester Freund, das geht nicht. Und dann haben wir uns an dem Abend halt öfters geküsst und weil ich wollte ja irgendwie, aber irgendwie auch nicht. Und dann hat er halt bei mir auf der Couch gepennt, weil wir halt noch abends geredet hatten. Und ja, also, es ist nichts passiert. Und dann habe ich halt mir sehr lange Zeit gelassen, darüber nachzudenken. So 10 Tage habe ich mir Zeit gelassen. Dann hatten wir uns am 10. Januar getroffen, sind nach Leipzig gefahren, haben was eingekauft. Und dann waren wir halt den Abend bei ihm, haben Corpse Painting gemacht, unsere Gesichter angemalt, Gitarre gespielt, gezockt. Und ja, und dann habe ich dann noch weiter drüber nachgedacht, aber dieser Abend hat eigentlich mich so dazu veranlasst, dann am Montag ihm eine SMS zu schreiben, oder WhatsApp halt, dass ich es halt wirklich gerne mal mit ihm versuchen würde. Und ich war am Anfang halt noch skeptisch, weil ich erstmal, ich wusste ja nicht, wie es sein würde, weil ich hatte mich jetzt drauf eingelassen und wenn ich jetzt auf einmal doch wieder wie immer meine Gefühle ändere, dann wäre die komplette Freundschaft im Arsch gegangen und dann wären echt 6-7 Jahre für uns sonst gewesen. Und ja, jetzt sind es schon über 8 Monate glücklich zusammen und ich kann mir echt niemand anders mehr vorstellen. Ich liebe ihn unendlich sehr. Und ja, das war jetzt eine ausschweifende Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben. Stefan der Ludwig fragt, deine Pläne für die Zukunft. Wie gesagt, ich will dann mit Alex Nähe Leipzig ziehen. Nähe Leipzig, ich verrate ja nichts, ne? Dann habe ich vor, nach meinem Abitur, also nach der 13. Klasse, ich bin jetzt seit 12., ziehen wir halt dahin. Also so wie der Plan steht und dann werde ich da auf eine Schauspielagentur gehen, die dieses Jahr nach Leipzig gekommen ist, weil zuerst wollten wir eigentlich nach Berlin ziehen, also ich, weil dort die Schauspielakademie am nächsten wäre und jetzt ist er aber nach Leipzig gekommen, das bietet sich ja an. Und da werde ich dann meine Ausbildung dort machen. Also ich muss natürlich auch erstmal angenommen werden, aber ich bin relativ zuversichtlich und dann halt erstmal gucken, wie ich über die Runden komme, so von Nebenjobs und allem drum und dran. Und ja, dann hoffe ich, dass ich doch schnell gute Jobs bekomme und relativ bekannt werde und ja, dass es dann aufwärts geht mit der Karriere. Kinder weiß ich nicht so genau, will ich eigentlich nicht unbedingt, weil ich Kinder nicht so sehr mag. Aber Alex will unbedingt welche und ich weiß nicht, also mehr als zwei sind auf keinen Fall drin, aber ich weiß halt nicht wann. Omnipotenz fragt,
Warum riecht mein Bart nach Kokosnuss? Vielleicht, weil du ihn mit Kokosnuss-Shampoo gewaschen hast. Lass mal schnuppern. Ich mag Kokosnuss und ich mag Werte. Debbie mag Frieden fragt, welche drei Dinge würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Mein Freund! ein komplettes Set mit Handy, was dauerhaft Akku und dauerhaft Internet hat. Und das dritte, mein Kleiderschrank. Nein, oder meine Extension. Nein. Na gut, da muss ich ja für niemanden hübsch aussehen, außer für ihn. Und das tue ich ja auch so. Mein Teddy, ja. Live with Michelle fragt. Wohin willst du mal reisen? Australien, ich liebe Australien. Ich liebe diese Fauna, ich liebe die Flora, ich liebe die Städte. Oh mein Gott, Australien ist so wunderschön. Ich will unbedingt mal Australien erkunden, das geht gar nicht. Und auf jeden Fall Amerika. Ich will unbedingt die ganzen Nationalparks sehen. Also diese Natur, die zieht mich einfach dahin. Das ist einfach so der Wahnsinn, wie das da aussieht. Und ich will da einfach mein ganzes Leben chillen. Und oh, das ist so toll dort. Ja, da will ich unbedingt mal hin. Mal schauen. Und Afrika. Mal ein bisschen. Nicht überall, aber ein bisschen. Mal gucken. Danko Chan fragt, was ist dir wichtiger? Deine bunten Haare oder deine Piercings? Fuck. Was ist das für eine scheiß Frage? Oh, das ist voll schwer. Das ist jetzt ein bisschen widersprüchlich, was ich jetzt sage, aber oh mein Gott, ohne meine bunten Haare wäre ich nichts. Also, ich bin, denke ich, hauptsächlich durch meine bunten Haare bekannt geworden, werde da am meisten für gelobt. Und ich, wenn ich echt naturfarbene Haare hätte, ich würde depressiv werden, ich würde an mir kaputt gehen, weil ich mich nicht mehr sehen könnte. Ich brauche immer eine Veränderung und da sind bunte Haare halt am besten, so mit Extensions und so. Aber meine Piercings liebe ich auch, aber da wären mir, glaube ich, meine bunten Haare wichtiger. Das Problem ist, wenn ich mal meinem Traumberuf nachgehen möchte, quasi Filmschauspielerin, die Piercings kann ich verstecken. Aber meine Haare müssen wieder braun oder blond werden, weil mit bunten Haaren bekomme ich nicht sonderlich viele Rollen. Das passt einfach nicht zu allem. Ich denke mal, dass ich dann mir so Ombre-Look machen werde und dann immer mal Extensions reinklipsen werde, wo bunte Spitzen drin sind, aber die werde ich dann wohl wieder natürlich färben müssen und yay. Also meine bunten Haare sind mir wichtiger, aber es wird so kommen, dass ich nur meine Piercings noch behalten darf oder verstecken muss während der Dreharbeiten und meine bunten Haare müssen leider komplett verschwinden. Oh mein Gott, ich bin jetzt schon so traurig. Mit wie vielen Jahren hast du angefangen, Metal zu hören? Ich wurde durch meinen Papi sozusagen mit Metal aufgezogen. Also wirklich, als Baby habe ich zu Rammstein getanzt, also es war dann noch so softeres. Dann bin ich aber auch schon zu Cradle of Filth abgegangen, was da so im Fernsehen lief an Musikvideos. Dann habe ich im Sandkasten mit meinem Bruder zu Böse Onkels abgerockt. Und dann kamen halt auch immer so die härteren Sachen. Ich habe zwar so, was Leute aus meiner Klasse gehört haben, so Techno-Gedöns und Popmucke und was weiß ich nicht, habe ich auch noch gehört, so einzelne Lieder, die mir gefallen haben. Fünfte, sechste Klasse, ungefähr, kam eine Band, wo ich echt die rauf und runter gehört habe. Zuerst habe ich immer Böse Onkels rauf und runter gehört und dann kam von My Valentine. Das war meine erste richtige Lieblings-Metal-Band. Und ja, mittlerweile höre ich sie nicht mehr, also eigentlich fast gar nicht mehr. Und dann kam halt Five Finger Death Punch und oh mein Gott, ich habe mich so in diese Band verliebt. Ich habe ab dann nur noch Metal gehört. Nur noch. Ich höre gar nichts anderes mehr. Wenn jetzt zum Beispiel Leute sagen, kannst du das und das Lied aus den Charts und da, da. Und dann singen die auf einmal mit. Und ich denke mir so, what did you say? Keine Ahnung, ich kenne die Lieder nicht. Also ich höre nur Metal. Und Dubstep. Dubstep ist geil. Das ist so zwei Gegensätze, die überhaupt nicht zusammenpassen. Aber ja, Dubstep ist schon cool. Aber Metal höre ich halt mehr. Christine, kein Plan. Was möchtest du nach dem Abi genau machen? Habe schon erzählt, nee, Leipzig ziehen und da meine Schauspielausbildung machen. Caro Payne fragt, in welcher Haarfarbe willst du deine Haare als nächstes färben? Ja, als die Frage gestellt wurde, hatte ich noch pinke, jetzt, ne? Sie sehen es. Herbsthaare, woo!
Ja, und nach den Rapshahn, denke ich mal, werde ich sie erstmal eine ganze Weile weiß lassen, weil ich mir da auch neue Extensions bestellen werde, weil die habe ich jetzt schon seit Februar und die sind auch nicht immer so sehr gut. Und komplett entfärben, dass sie weiß sind, werde ich sie wahrscheinlich auch nicht können. Also ich denke mal, ich werde sie dann erstmal ein bisschen weiß lassen. Dann habe ich mir so vorgestellt, vielleicht mal Weinrot. Das habe ich schon Ewigkeiten vor, aber nie gemacht, weil ich immer Bock auf was anderes hatte. Und dann so im April, denke ich mal, werde ich auch mal dieses Regenbogengedöns ausprobieren, so wenn das ein bisschen aus dem Trend rausgeflogen ist. Weil ich mag es nicht, Sachen zu machen, weil sie mir gefallen, aber sie gleichzeitig im Trend liegen. Und dann die Leute sagen, hey, du machst das nur, weil es gerade im Trend liegt. Und ich denke mir so, nein, ich mache das, weil es mir gefällt. Und deswegen verschiebe ich die Regenbogenhaare ein bisschen weiter nach draußen. Steve Traw fragt, wie oder wann bist du auf Metal gekommen? Ja, wie gesagt, ich möchte eine erfolgreiche Schauspielerin werden. Dann habe ich mir auf jeden Fall als Ziel gesetzt, mit YouTube weiterzukommen. Ich will da noch ganz, ganz viel erreichen. Oh Gott, dann will ich auf jeden Fall erstmal mein Abi schaffen mit einem guten Durchschnitt. Ja, und wenn ich dann halt gut verdiene möchte ich und bekannt bin, möchte ich mich halt so für Artenschutz, Tiere, naturmäßiges Zeugsgedöns einsetzen. Also ich will die Welt feiern da. Und wenn man so klein und unbekannt ist, dann geht das halt nicht. Lala Mona Lala fragt, warum bist du eigentlich nur pesketarisch und nicht vegetarisch? Nicht böse gemeint. Ganz einfach. Ich habe das Ziel, Veganer zu werden. Und ich hatte ja mal einen Monat Anfang des Jahres, ich glaube, oder nee, Mai war das, glaube ich, hatte ich mal probiert, so sofort einen Monat vegan zu leben. Hat sowas von nicht geklappt. Ich habe nach einer Woche aufgegeben, weil das war gerade bei meinem Praktikum und ich musste wirklich jeden Morgen raus, weil es so schlecht und schwindlig war. Und ich habe das halt total falsch gemacht. Ich habe mich total einseitig ernährt. Und ich habe das halt auch alles auf einmal nicht vertragen, das war mir zu schnell. Und deswegen habe ich vor, das Jahr für Jahr zu machen. Halt Anfang diesen Jahres habe ich Fleisch abgesetzt, weil es mir einfach ekelhaft war. Ich wollte keine Leichen mehr essen, das ist mir so Aber Fisch mag ich halt noch. Deswegen wollte ich halt das noch ein Jahr machen. Nächstes Jahr setze ich dann Fisch ab, dann das Jahr drauf Ei und das Jahr drauf dann Milch und dann komplett vegan. Bei Kosmetik und Sachen werde ich, denke ich mal, nicht so drauf achten, weil keine Ahnung, ich finde das jetzt, ja, man kann es reduzieren, aber ich finde, so krass sollte man da jetzt auch nicht drauf achten. Also ich lebe nicht dann vegan, ich ernähre mich dann vegan. Und ich wollte mir das halt Jahr für Jahr abgewöhnen, dass ich halt echt auch keinen Rückfall habe. Wie Alex, der hat es ja von einem Tag auf den anderen einfach so gemacht. Und hält das jetzt aber auch schon 3 Monate sind es jetzt, glaube ich, hält er das durch. Und ja, ich will halt mir das ganz langsam angewöhnen, dass ich keinen Rückfall habe. Und in der Zeit, wo ich das absetze, will ich auch langsam mich fortbilden, kennenlernen, was es so für Möglichkeiten gibt, das alles zu ersetzen. Und wenn man das langsam macht und mit Geduld, dann ist das 1000-mal besser, als wenn man das alles auf einmal macht. Deswegen bin ich jetzt erstmal pesketarisch, dann vegetarisch, dann Lacto-Vegetarier, glaube ich, heißt das, und dann Veganer. Ja, und dazu, wenn ihr mir treu bleibt, dann werdet ihr in ein paar Jahren ein Video auf diesem Channel entdecken, was auch richtig, richtig cool wird. Das wird richtig cool. Ich will nicht studieren. Ich weiß nicht, ob an der Akademie diese Ausbildung als studieren gilt, aber ich denke nicht. Also das ist Diploma, machst du da. Also Diploma. Und ich denke aber nicht, dass das Studieren ist. Ich denke, das ist einfach nur eine schulische Ausbildung. Ob das jetzt direkt studieren ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall nicht an der Uni oder so. Nein. Noch länger die Schulbank drücken, halte ich echt nicht aus. Also früher war, also ganz am Anfang, wie ich halt zum Dienstag gekommen bin, war es halt Verena Schizophrenia. Ich war ein übelster Fan von der, das ging gar nicht. Ich wollte unbedingt so sein wie sie. Deswegen habe ich halt dann auch die blauen Haare gemacht. Dann später war es halt Sarah Sorceress. Und die jetzt auch nicht mehr so sehr, aber dafür
Kira Las Vegas. Oh Gott, ich liebe diese Frau. Die ist so toll. Die ist einfach so cool. Und die macht ihr Ding. Und die lässt sich einfach nichts vorschreiben. Und die hat so einen geilen Lifestyle einfach. Und also, wenn jemand mein Vorbild ist, dann Kira Las Vegas. Ach, dear. Lucy, du bist auch hübsch. I miss you. So, und jetzt kommen noch die Fragen von Facebook, die habe ich jetzt nicht gescreenshottet. Aline fragt, bist du ein Einhorn? PS, ich habe dich lieb. Ich bin ein Einhorn. Auf jeden Fall. Bin ich fest von überzeugt. Du hast ja sogar einen Vortrag in Kunst über mich gemacht. Über Einhörner. Das ist so unfair. Wieso dürft ihr Vorträge über Einhörner machen? Ich muss einen Vortrag über Schiller machen und du darfst einen Einhorn-Vortrag, das ist jetzt unfair. Und ich hab dich auch lieb. Sarah fragt, dein Lieblingsanime, falls du welche schaust. Animes schaue ich eigentlich nicht. Also ich habe gar keine Zeit dazu, ich bin die ganze Zeit mit entweder YouTube oder Freund oder Schule. Was anderes gibt's bei mir gar nicht. Ich habe auch keine Zeit mehr für Freunde, ich sehe meine Freunde gar nicht mehr. Deswegen habe ich auch nicht mehr wirklich welche. Aber naja, ich bin die ganze Zeit mit Schule beschäftigt. Ich habe keine Zeit mehr mit Freunden. Das ist total. Nee. Naja, aber mein Lieblingsanime. Pokémon? Also, ich habe mir echt vorgenommen, alle Folgen zu gucken. Habe auch in den Ferien, Sommerferien schon kräftig angefangen. Aber ich wollte mir so vornehmen, dass ich pro Tag, bevor ich ins Bett gehe, eine Pokémon-Folge gucke. Und das habe ich jetzt. Sowas voll verpeilt immer, weil ich immer mit Lernen beschäftigt war und dann noch Instagram durchgecheckt habe und dann schon viel zu spät ins Bett gegangen bin. Und deswegen Pokémon ist jetzt irgendwie ein bisschen zu knapp gekommen, aber vielleicht werde ich es ja demnächst mal wieder schaffen. So, das war's mit meinem Question and Answer. Ich denke mal, wenn in der Community noch ein paar mehr Leute sind und, keine Ahnung, wir eine neue Abo-Grenze geschafft haben, vielleicht so 1200 können wir mal wieder, also bei 1200 Abonnenten, können wir mal wieder ein Q&A machen. Da gibt es dann auch ein paar mehr Leute, die mal Fragen stellen. Jetzt waren es ja ziemlich oft die gleichen. Und ja, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Kommentiert, wenn ihr eine Sache zu ergänzen habt oder wenn ihr einmal der gleichen Meinung seid wie ich. Und ja, teilen. Ist euch überlassen, wenn ihr wollt, gerne. Ist willkommen. Und abonnieren, falls ihr noch nicht gemacht habt. Also, dann danke ich euch auf jeden Fall mega doll für 400 und für 500 Abonnenten. Das ist so cool. Und, ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bye bye. Ich hab dich lieb.